Moin, Mahlzeit und auch Namen. Okay, ich habe gerade um die 120 Minuten meines Lebens komplett verschenkt. Worum es geht? Schocktober. Spawn. Ja, es ist Tag 8 und ich habe jetzt schon viel Horror erlebt in diesen 8 Tagen. Es ist vom Japano-Trash, Kaiju-Horror, richtiger Horror, Teenie-Horror. Ja, und das hier ist einfach nur Special-Effect-Story-Horror. Also, ich weiß, Spawn basiert auf einem Comic, die ich nicht, den, oder ich habe die Comics nicht gelesen, so rum. Und ich habe mir jetzt auch extra die Special Edition Director's Cut damals geholt. War halt einer der ersten Anti-Helden. Ja, also ich sag mal, man hätte Horror reinbringen können, weil Spawn ist ja ein Soldat der Hölle. Eigentlich ist es ein Agent, der aufs Kreuz gelegt wird, nachdem er gesagt hat, dass er aussteigt, wie unerwartet. Er ist ein super Killer, aber anscheinend nicht sonderlich helle. Er macht einen Deal mit der Hölle, darf zurück. Hat leider das Kleingedruckte nicht gelesen. So. Dann gibt es auf der Erde auch noch andere ehemalige Spawns, die rebelliert haben. Also die Kundenzufriedenheit scheint nicht so hoch zu sein. Ja, dann gibt es noch so einen kleinen komischen Killer-Clown, der irgendwie das Armageddon vorbereitet und Wegweiser für Spawn sein soll. Aber so witzig ist wie ein Türknauf und so. Nein, an sich ist er intelligenter als die Protagonisten, weil die sich wirklich so leicht manipulieren lassen. Und wenn die wirklich dünne Schicht an Story nicht schon simpel genug wäre, die übermäßigen CGI-Effekte killen das Ding massiv. Es kann natürlich sein, dass der Film einfach nur schlecht gealtert ist und damals wirklich cool war. Aber als ich ihn jetzt gesehen habe, sorry, die Effekte sehen scheiße aus. Es ist einfach künstlich viel zu glatt und es ist halt einfach dieser Überfluss. Es kommt keine dunkle Bedrohung auf, es ist einfach nur, hey, ich habe einen Uzi. Cool. Ich mache einen Salti und schieße dabei. Ist to übrigens total effizient, wenn ihr jemanden erschießen wollt, macht einen Salti, schießt dabei, das Magazin dürfte leer sein, euer Gegner lebt immer noch, aber es war immerhin cool. Für die Coolness. Auch generell, wie gesagt, der Agent am Anfang macht irgendwelche Agentenarbeit für eine Organisation, stellt fest, ah, ich bin damit nicht zufrieden, es läuft alles nicht gut hier, das ist so nicht richtig. Wissen Sie was, Chef? Ich steige aus. Ja, es ist bei Geheimunternehmungen garantiert eine super Idee, seinem Chef Vorwürfe zu machen und dann zu sagen, übrigens, mit meinem Wissen, ich steige aus. Und der Chef, ja, es ist kein Ding, ist okay. Natürlich lassen wir dich einfach gehen. Oh, einen Job hätte ich noch, einen hätte ich noch. Ja, Chef, ich weiß nicht, na kommen Sie, einen können Sie doch noch machen. Da ist auch kein Haken dran. Also also wenn die anderen ihn schon komisch vorgaben, der ist total legit, das macht nichts. Klar, doof wie er ist, geht er hin. Wie hirnverbrannt muss man eigentlich sein? Die Story ist wirklich so dermaßen simpel und platt. Und ich meine, das Setting drumherum, die Düsternis der Stadt, das hätte man alles so richtig schön aufarbeiten können. Die dämonischen Diener, die schon auf der Erde sind. Boah, ich hoffe wirklich, dass der Reboot, der angekündigt ist, sehr viel mehr diese Düsternis ausnutzt, den Horror ausnutzt. Und ja, es wird ja mal wieder vom R-Rating gesprochen. Es nicht nur aufgrund der Gewalt so genutzt wird, weil man kann auch wirklich Action und Horror wunderbar kombinieren. Es ist eine Art der Stimmung, nicht zwingend der Gewalt. Ja, wie schrieben Sie hier doch so schön drauf? Die spektakuläre Verfilmung des mit weltweit über 100 Millionen verkauften Exemplaren erfolgreichsten Kultcomics aller Zeiten. Überwältigende Action-Szenen, düster, schockierend gut. Ja, überwältigende Action-Szenen ist kein Wunder, es gibt kaum was anderes in dem Film. Weil sonst fällt irgendjemand auf, dass die Story nicht da ist.
100 Millionen Verkaufsexemplare sind natürlich ein Qualitätsmerkmal. Ich glaube auch, dass die Comics nicht wirklich schlecht waren, aber man hat in Comics mehr Zeit und mehr Möglichkeiten, etwas vorzubereiten. Hallo, Katze. Ja, hier ist eine Katze. Cheep, da. Seht ihr? Katze. So. Ob es wirklich der erfolgreichste Kultcomic aller Zeiten ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber es macht nichts. Er hat sicherlich sein Geld eingebracht, Leute feiern ihn heute noch. Martin Sheen, naja gut, ich meine, du sollst den Film nicht fressen. Dafür darfst du ihn nur in den Magen. Wie gesagt, bei dem Drehbuch kann auch ein Sheen nichts mehr machen oder nichts ruinieren. Es ist simpel, es bleibt simpel. So, also, hopp, wieder einer weniger. Bloß weg von dem Scheiß. So. Wir rufen wieder die Movie-App auf. Schrupp. Seht ihr? Hopp. Alle App. Na komm. Ah, er wählt, er wählt, er wählt. Na. Hopp. Nein, Serien sollten wir jetzt nicht nehmen. Merke den Filter nächstes Mal einstellen, Serien rauszulassen. Oh, okay. We are still here. Von 2015. Ah, Tiberius Films. Okay. Ich weiß, dass ich ihn im Schrank stehen habe. Ich bin mal gespannt. Wir sehen uns an Tag 9 des Shocktober Challenge. In der Hoffnung, dass es wirklich mal wieder richtiger Horror ist. Schön gruselig. Vielleicht auch mit einer gewissen Story dahinter. Ein bisschen Hintergrund. So wie so kleine Gewürze übers Gericht gestreut. Na, lasst uns überraschen. Wie schlimm kann es schon werden?